Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 45 von Astroneer. Wir sind auf einem anderen Planeten. Hier sind wir gerade wieder in die Rakete gegangen. Das werden wir jetzt aber wieder verlassen. Und wir wollen ja hier noch auf diesem Planeten Wolfram finden. Da müssen wir uns drum kümmern, dass wir das finden. Ich weiß noch nicht wo, aber irgendwo in den Hügeln unten drinne, nicht oben auf. Da muss ich also graben und ich gehe wieder ins Hügelland wahrscheinlich und versuche dann da unter der Erde was zu finden. Nach dem Intro gucken wir uns das dann an. Bis gleich. So, dann steigen wir hier mal aus. Ich hatte Kommentare vom Mordrak, ja, und das war halt, dass ich hier wissen wollte, zum Beispiel, wie die Sache da ist und was der Mordrak auch noch geschrieben hat, dass man dieses wohl rausnehmen kann, dann da hinsetzen kann. Ach so, und dann kann man da wohl ein Ladedingens reinbauen, ne? Wie heißt es? Aber der geht da wohl einzeln rein, ne? Aber wie wir sehen, sind da zwei Plätze frei und diese zwei Plätze kann man dann definitiv so ein Lager machen, ne? Aber dafür müsste man ja Harz haben, das hier gerade rumliegt und deswegen gucken wir mal gerade in unseren Rucksack, ob wir das hier schon bauen können. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer wäre zum Beispiel sehr wichtig. Dafür brauchen wir Quarz, okay. Weil das braucht man, glaube ich, dafür, dass wir wissen, wo wir wieder landen müssen, ne? Sauerstofftank, Energiezellen, kleine Batterie, Stromverlängerung, Boostanpassung, nee, Breiteanpassung, Hämmer, Bohranpassung, Leuchtstäbe, Verpacker, kleiner Drucker. Was brauchen wir da? Gemisch. Gemisch haben wir auch nicht, aber das war hier oben auch zu kriegen. Verbindung. Alles ausgemischt. Verbindung haben wir noch. Sauerstofffilter kann man hier auch noch bauen. Ich glaube, jetzt sind wir durch, ne? Ich glaube ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier noch nichts gefunden, was wir haben wollten. Wieso gibt's, wenn ich jetzt hier den wegmache, gibt es keine Verbindung zum Strom. Okay. Dann müssen wir das wohl so machen erst. Aber da kann man wohl Lager angeblich reinbauen. Hier kommen wir natürlich ziemlich schwer hoch. Vielleicht sollten wir hier mal eine Rampe bauen, ne? Wo man hoch kann. Ist nur die Frage, wo bauen wir das Zeug ab? Da drüben. Gut, dann besorgen wir uns doch mal hier gerade Gemisch. Ein bisschen Platz haben wir, glaube ich, im Rucksack noch drin. Das, es liegt schon was daneben. Okay. Das bedeutet jetzt wieder in den Rucksack und ich glaube, rückwärts ging schneller, ne? Oder? Kann das sein? Oh, jetzt ist mir da der Dingens runtergefallen. Kleiner Drucker. Gemisch. Ich habe hier Gemisch. Warum geht das da nicht hin? Keine Ahnung. So, jetzt drucken wir einen kleinen Drucker. Und der ist jetzt fertig und den können wir jetzt hier hinstellen, oder? Kleiner Drucker, F. Mittelgroßer Drucker kann man da bauen. Den wollen wir erstmal nicht. Sauerstoff machen. Mittlerer Schredder. Verteiler. Oh, geh schnell da drüben hin, wo die Pipeline ist. Alter. Da haben wir aber gerade mal wieder so Glück gehabt, ne? Strom haben wir hier noch nicht. Da müssen wir also auch noch einen Generator bauen. Dann gucken wir hier wieder rein. Verpacker, kleiner Generator war da auch hier drin, ne? Boostanpassung, Stromverlängerung, kleine Batterie, Energiezellen, Sauerstofftank, Arbeitslicht. Wo ist denn jetzt der kleine? Da ist er. Und Gemisch. Wieder rein und den drucken. So, jetzt können wir einen kleinen Generator machen und dann können wir aber Biomasse müssen wir dafür haben, natürlich, fällt mir gerade so ein. Ah ja, okay, da müssen wir mal überlegen. Gibt es hier Biomasse? So, irgendwie war das, dass ich den Hämmer auch anders auswählen kann. War das mit F? Nee, ne? Irgendwer hatte mir das gesagt, dass man das dann auch umändern kann, ohne.
Das ja, wenn ich das jetzt wüsste, wie das geht, ne? Das ist klar. Natürliches Erz. Hier machen wir es glatt mit. Ne, das will ich ja nicht. Ich will ja jetzt da aus der Erde was rausholen und lass mich noch mal in den Rucksack gucken. Da ist der Hämmer, ne? Aber da geht nichts. GC. Da geht's Licht an und aus. Super. Also, da ist die Lampe da oben. Zieht am aktiven Zustand nur ganz so Energie. Ermöglicht das Sammeln von Ressourcen und verhindert gleichzeitig Geländeverformung. Ja, das will ich ja machen, aber es soll hier damit gewechselt werden. Da ist Erde dran. Umschalten. Ach so, da kann man es an und aus machen. Okay. Und den könnte ich jetzt hier hin machen, ne? Und dann könnte ich den Hämmer könnte ich dann dahin machen. Und dann mache ich den an und aus. Ah, das war damit gemeint. Okay, jetzt mache ich den Hämmer an. Rucksack aus. I an und dann passt's. So, jetzt müsste ich nur gucken, wo kriege ich jetzt Dingens her? Ah, das sieht nach Pflanzen aus, organisches Zeug. Gut. Und jetzt kann ich den anpacken und den dahin bringen und den schnell ausmachen, weil ich noch nicht so weit bin, dass ich das hier ausgewählt habe. Untersuchen. Mittelgroßer Generator, mittelgroße Kupfer und Glas habe ich hier wahrscheinlich noch nicht. Mittelgroße Plattform, nee. Harz. Gut. Nee, das war falsch. Das ist richtig, aber das Fenster hier muss erst weg. Da habe ich jetzt Harz. Jetzt brauche ich den. Und den. Jetzt muss ich dem noch sagen, dass der es das drucken darf. Aber macht er wohl. So läuft's. So, jetzt kriege ich den Harz dann auch dann da rein. Okay. Ja, schwere Geburt, oder wie sehe ich das? So. Hier gibt es noch keinen Sauerstoff. Schade, ne? So, mittelgroßes Lager. Kann ich das in den Rucksack packen? Ja, habe ich Platz. So, jetzt müsste ich aber erst zu meinem Dingens kommen, zu meinem Schiff. So, und hier, ah, komm, das gehen wir so runter, ne? Okay, super durchgeslidert. War da auch noch was? Nein. So, das bedeutet jetzt das Lager einmal hier aufbauen, ne? Also, das muss ich dauerhaft drücken, damit das passiert. Das weg, das rein, das rein. Ne, lass mal so, aber Rucksack aufmachen. Harz wollten wir noch mehr mitnehmen. Verpacker. So, und der geht dann da oben rein. Ja, okay. Da oben ist noch einer, den können wir auch noch reinstecken hier. Komm, dann packen wir die Seite voller Harz und die andere Seite ist noch leer, ne? Genau. Jetzt ist hier nichts drinne. Außer das hier in Boost-Anpassung. Die brauche ich jetzt gerade, glaube ich, nicht. Den Verpacker lassen wir auch erstmal hier. Obwohl, ne, den Verpacker nehme ich besser mit. Strom, kleine Batterie, Erde. Das Licht, okay, das brauchen wir vielleicht alles. Das können wir erstmal so lassen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder hochkommen. Aber da sollten wir vielleicht mal gerade hier so was. Also, den kann ich nur anmachen, wenn ich den auf habe, wahrscheinlich, ne? Breiteanpassung. Mach mal an. Den Hämmer mach mal aus. Der ist okay. Dann würde ich sagen, können wir den Rucksack zumachen.
Region Flachland. Ist das jetzt, weil es hier runter so fisselt, dass ich hier nicht hochkomme, oder? Okay. Jetzt müsste ich das noch hinkriegen, dass das so schräg wird, dass ich hier hochkomme, ne? So, jetzt müssen wir wieder den Hämmer. Ne, den Hämmer brauche ich nicht. Ne, Quatsch, das brauche ich alles gar nicht. Kann alles so bleiben. Rucksack wieder weg. Hier muss ich jetzt auf C drücken. So. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nur passend hochkommen. So sieht es doch schon mal ganz gut aus, oder? Vielleicht machen wir hier noch ein bisschen mehr, damit wir da nicht runterfallen, wenn wir hochkommen. So, wieder Luft holen. So, und jetzt gehen wir hier mal runter. Machen hier so eine wunderbare Rampe runter. Region Krater. Super angekommen, oder? Okay. Werkzeug weg, wir können wieder laufen. Jetzt laufen wir mal in die entscheidende Richtung. Jetzt lass uns gerade überlegen. Der Rucksack ist soweit okay, glaube. Alles soweit raus, wie es ging. Hier ist jetzt ja unsere Quelle der Energie eigentlich, aber brauchen wir noch nicht. Also brauchen wir bestimmt, aber nicht jetzt gerade. So, jetzt laufen wir erstmal hier wieder dahinter her, wo wir waren. Wenn wir im Hügelland sind, dann bohren wir uns mal in der Erde. Das war ja irgendwo hier gleich. Zurzeit sind wir ja auf dem Flachland, ne? Hier war es Hügelland. Oh, guck mal da. Und da ist ein Verpacker und das passt doch dann, oder? Den kann ich doch jetzt hier mitnehmen gleich. Und krieg den in den Verpacker, oder? Rucksack auf, Verpacker raus, packen. Cool, oder? Und den packen wir dann da rein und haben eine ordentliche Forschungsprobe dann von hier auch mitgenommen. Sehr gut. So, und jetzt nochmal weiter gucken, dass wir ins Hügelland kommen. Das müsste jetzt eigentlich in meinen Augen hier schon anfangen, oder? War das nicht hier? Region Hügel. Was der da unten will, wäre auch noch interessant zu wissen. Ne? Aber wir gehen mal rein. Wir haben ja schon ein bisschen gebuddelt. Ne? Jetzt müssen wir halt noch ein Stück weiter gehen. Und dann müssen wir auch noch weiter buddeln. Halt, ne? Achso, P fehlt uns wieder. Da ist wieder Sauerstoff. Ja. Hat wieder nicht gereicht. Okay. Vielleicht kommt ihr irgendwann mal in eine Höhle, ne? Okay, da ist irgendwie anderes Gestein vielleicht auch gerade bei, ne? Aber das fruchtet gerade nicht, oder? Dann sind wir keine Dinger mehr, schade.
Okay, Region Höhlen. Okay, aha, wir waren an der Region Höhle. Wir haben leider kein Dingens mit. Sag schon, kein Gemisch mit. Das brauchen wir jetzt als nächstes, damit wir dann wieder Pinne machen können. Hier müssen wir noch ein bisschen vielleicht was begradigen demnächst, damit wir ordentlich laufen können. Wo ist denn jetzt hier Gemisch? Ist das da hinten Gemisch? Ich glaube ja. Da ist irgend so ein anderer Planet. Hier ist auf jeden Fall Gemisch. Ne, ja, das war schon richtig. Aber der Hämmer ist da jetzt nicht dran, ne? Beziehungsweise er ist vielleicht da dran, aber nicht aktiv. Jetzt haben wir erstmal genug Gemisch. Diese Geysire sind schon cool, oder was das auch immer ist, ne? Laufen wir wieder dahin, wo wir hergekommen sind, ne? Und hoffen, dass wir die Höhle da jetzt mal ausgraben können. Vielleicht slidern wir jetzt auch hier runter, weiß ich nicht. Ne, sieht nicht so aus. Doch, doch, er macht's. Sehr gut. Ach so, wir müssen vielleicht auch noch die Dinger bauen, ne? Kleiner Generator nicht, Leuchtfeuer nicht, Arbeitslicht nicht, Sauerstofftank nicht, Energiezellen nicht. Boosteranpassung, Breiteanpassung, Hämmer, nee, Bohranpassung, nee, Leuchtstäbe, Verpacker, kleiner Drucker. Wieso habe ich jetzt keine Verbindung? Da sind sie. Okay, dann machen wir jetzt gerade Verbindung wieder. Wie sich das gehört. Rucksack kann weg, wir gehen tiefer. Hier fängt Hügelland jetzt an, oder wie war das? So, und jetzt den Bohrer wieder da raus. Also jetzt müsste man hier, muss ich doch das Ding aufmachen, ne? Ausmachen, so. Und dann können wir da wieder graben, oder? Und da ist schon eine Höhle. Und da vorne ist irgendwas. Jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir hier so ein bisschen Platz schaffen, erstmal, dass wir runterkommen, ne? Da ist auch Höhle. Das heißt, so, wenn ich so grabe, ist die Höhle schon offen, ne? Machen wir mal so. Und dann müssen wir jetzt hier eine Bohreranpassung machen, die dann das alles glatt macht, ne? Stopp. Oh, der war zu weit vorne gesetzt wieder mal. So, Bohrer Dingens wieder raus. So. Reicht das bis unten hin jetzt hier? Ich glaube ja, ne? Ja. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal hier gerade so gerade. So, dann können wir hier hinlaufen. Wo war unser Sauerstoff? Hier. Gut. Wieder runter. Okay, der fällt gleich weg, das stört mich dann nicht mehr. T. Ich hoffe, hier ist jetzt Wolframit oder wie das auch immer heißt. Wolfram. Ist das das? Ich will es hoffen. Wir haben es. Ach, vor lauter Schreck, ne? So, das erste haben wir davon.
Hier ist aber nichts mehr. Hier ist nichts mehr und da geht es gleich tiefer, ne? Auch sehr schön, ne? Aber hier war noch was da. Oh, oh, oh. Wo muss ich hin? Da? Da. Mal wieder Sauerstoff verpennt, ne? Da sagt, da ist noch was. Jetzt ist aber nichts mehr da, oder? Ist hier hinten, da ist noch was. Okay, aber hier geht es irgendwie runter. Wieder kein Sauerstoff mehr. Das Blaue hatten wir aber schon, ne, oder? Laterit haben wir, das war Aluminium. Da hinten ist so eine Kapsel. So, jetzt wäre die Frage hier, bauen wir da was runter, gehen wir da runter? Da muss noch Laterit sein, sagt er. Da ist aber keiner mehr, da ist noch was. Wo ist es denn da? Jetzt sagt er nichts mehr. Alle. Alles aufgegangen, rausgeholt. Okay, dann ist gut hier, oder? Ja. Sauerstoff, genau. Das holen wir uns gerade hier weg. Und was wir wieder geschafft haben, nichts zu machen, ne? Hier geht's runter. Oh ja, hier geht's runter. Und hier geht's schön runter, oder? Ja. Wir müssen Sauerstoffleitungen bauen. Aber auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, wie viel haben wir denn jetzt hier auf dem Rucksack? 2 und der dritte ist gerade angebaut, mehr auch nicht, ne? Komm, lass uns mal gerade gucken, was hier noch so los ist, oder? Oh, der hat schon wieder nicht geklappt hier. Und jetzt haben wir schon keine mehr. Aber was ich sehe, ist, dass da vorne Laterit ist, oder? Wolframit. So, wie viel haben wir? Warte, wir müssen erst Luft holen. Es ist kein Platz mehr frei, oder? Wir haben 3. Das Gemisch tue ich lieber raus und baue noch was davon ab. Gemisch kriegen wir überall, aber nicht, ne? Das noch raus. Wohl, na doch, was wir im Rucksack haben und wir haben noch 4 Stellen oben. Naja, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weiß ich auch noch nicht. Aber jetzt bauen wir hier erstmal. Ach, warte, wir können jetzt mal die Pinne noch gerade machen, oder? Würde ja auch Sinn machen, ne? Verbindung, genau. Einmal Verbindungen bauen, bitte. Die können wir ja notfalls auch hier liegen lassen, wäre ja gar kein Ding. Müssen nur, da geht es gleich schon direkt runter in die nächste Höhle.
Aber was passiert? Abgestürzt einer? Glaub schon, ne? So ein bisschen aufpassen, was wir jetzt hier gerade machen, ne? Hier ist auf jeden Fall ein schönes Laterit vorkommen, ne? Keine Energie und das Ding ist runtergefallen. Das heißt, wir sind voll. So gut, das heißt zur Rakete zurück. Wir fliegen dann zurück, denke ich mal. Wir haben jetzt zwei, vier, fünf Dinger. Das sollte erstmal reichen. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt einen Cut. Ich laufe zurück, fliege zurück und dann schauen wir, dass wir das, was wir machen müssen, da weiterkriegen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben oder gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.